Hallo und herzlich willkommen heute mit dem Video die besten 7 Dokumentationen für deine Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Video wirst du auf der einen Seite die 7 besten Dokumentationen kennenlernen und aber auch gleichzeitig erfahren, also auf der anderen Seite, wo du diese Dokumentationen schauen kannst. Und ich empfehle nur Sachen, die mir persönlich weitergeholfen haben in unterschiedlichen Phasen meines Lebens. Es sind sehr neue Sachen, sehr alte Sachen dabei. Und viele davon kannst du auch kostenlos schauen. Und starten wir gleich mit der ersten. Ist jetzt recht neu, finde ich mega genial. The Wisdom of Trauma mit Gabor Maté. Gabor Maté hat sehr viele gute Bücher rausgebracht und hat in Kooperation mit 2 engagierten Filmemachern diesen Film rausgebracht. Trauma ist nicht nur diese Kriegstraumata oder Traumata von wirklich schlimmen Ereignissen. Traumata passieren fast jeden von uns in unterschiedlicher Art und Weise und das schon meist recht früh. Das heißt, in unserer Kindheit passieren Sachen, die so vielleicht nicht so gut waren für uns. Und Gabor Maté zeigt in diesem Film, wie man sie erkennt und schärft auch das Bewusstsein über Traumata im Allgemeinen. Und wenn du diese Traumata in dir selbst löst, hast du automatisch wieder mehr Energie und mehr Ressourcen für dein eigenes Leben. Kannst du einfach, der Link zu dem Video ist in der Videobeschreibung, du kannst da deine E-Mail eintragen und du kannst da noch was für diesen Film spenden. Du kannst ihn dir aber auch kostenlos anschauen. Gut, dann Nummer 2, Netflix dieses Mal, I Am Not Your Guru. Hier im Hinter, also neben mir siehst du schon den Tony Robbins, einer der Urgesteine der Persönlichkeitsentwicklung. Und in dieser Doku, was mir dran gefällt, ist, dass man begleitet ihn bei einem von diesen Mega-Events, wo mehrere tausend Leute dabei sind und sieht, wie er mit den Menschen interagiert, wie er Personen rauszieht, wie die Crew dahinter arbeitet. Das heißt, es gibt ja auch so ein bisschen einen Einblick in das ganze Imperium Tony Robbins. Und wenn du länger schon dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann ist das ein ganz eine spannende Doku. Die nächsten Dokus werden jetzt ein bisschen spiritueller, sagen wir mal. Heal, du siehst hier, Heal kann man sich nicht auf YouTube oder so anschauen, deswegen ist in der Videobeschreibung ein YouTube-Link drinnen, wo du den Trailer anschauen kannst. In diesem Film geht es sehr viel um Selbstheilung und was du damit machst, also wie du dich selbst heilen kann und was Heilung im Allgemeinen betrifft, also sowohl auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene und auf psychischer Ebene. Auch sehr empfehlenswert. Jetzt ein bisschen älteres Material, What the Bleep. Ganz viele große Persönlichkeiten sprechen hier über, was wir eigentlich genau wissen und wie wenig wir nicht eigentlich wissen. Es sind auch immer wieder Referenzen zu quantenphysikalischen Phänomenen hier drinnen und das macht meines Erachtens so ein bisschen den Raum auf für das, was möglich ist, was wir noch nicht wissen und hat mich persönlich auch wieder ein bisschen demütiger fühlen lassen. Die gute Nachricht, du kannst What the Bleep kostenlos auf YouTube anschauen, ist auf jeden Fall empfehlenswert, Link ist auch in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Video Nummer 5, wir bleiben auf der gleichen Ebene der Art von Videos, nämlich hier Evolve Your Brain bei Joe Dispenza. Der hat auch einen Teil, einen Part in Heal, also trifft dort auch auf. Ich finde, er ist eine recht interessante Persönlichkeit, weil seine Story ist, er hat sein Rückgrat geheilt mit der Kraft der Gedanken. Das heißt, er hat wirklich 7 Stunden pro Tag meditiert. Er hat einen Autounfall gehabt, muss die ganze Geschichte erzählen und danach haben ihm Ärzte gesagt, er wird nie wieder sozusagen gehen können und er hat meditiert und hat sozusagen sein Rückgrat wieder hinbekommen, was ich recht spannend finde.
Hier ist zudem, Videos musst du leider kaufen, findest du Amazon Prime etc. oder eine DVD. Du kannst dir die Vorschau, eher einen kleinen Part von diesem Film anschauen als YouTube-Video in Englisch. Ich habe es dir verlinkt. Hier wieder kommen wir zurück auf YouTube. Baraka finde ich so cool. Ist ein Film, der viel zu wenig oft gesehen wurde, finde ich, für das, was er kann. Du siehst, es sind 30.000 Aufrufe. Also mal das Gute, er ist kostenlos. Dauert 1 Stunde 30, also normale Filmlänge. Das Spannende ist, er ist ohne Narration, das heißt, es spricht keiner dazu, es sind einfach nur Bilder, die sehr gewaltig sind, also Bilder, die unseren Planeten irgendwie zusammenfassen und Ereignisse in Bildern darstellen, was gerade so passiert. Und das ist einfach ein Film, den man einfach auf einer tieferen Ebene wirken lassen kann und dann einfach nachwirken lässt. Also nimm dir die Zeit und schau dir das mal an und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir dieser Film gefallen hat. Ich finde ihn wirklich, wirklich cool. Und zu guter Letzt, ich habe mir gedacht, ich bringe noch einen Klassiker rein. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann schau ihn dir an. Viele sagen, es ist ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ja, kann schon sein, dass Elemente der Verschwörungstheorie drinnen sind. Trotzdem finde ich, hat er sich einen Platz hier verdient. Er ist ein, 2012, also ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Film, hat aber noch immer eine Relevanz. Da geht es auch mehr um so gesamtgeopolitische Geschichten. Das heißt, es wird so ein bisschen hinausgezoomt und es werden verschiedene Bereiche des Lebens werden hier angeleuchtet, vor allem Geld und wie Geld den Menschen korrumpiert und ihn wegtreibt von dem, was eigentlich wichtig ist. Auch ganz viele coole Leute sagen hier ihre Meinung. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich finde, er ist gut. Ich habe ihn eben genau zu dem Zeitpunkt gesehen, wie er rausgekommen ist. Und er hat mich ziemlich beeindruckt einfach und ist auf jeden Fall die Investition wert. Genau, das war's schon. Falls dir das gefallen hat, was du gesehen hast, dann abonniere hier meinen Kanal oder schau dir das nächste Video an. Ich freue mich, wenn du mir Fragen, die du hast, in die Kommentare stellst, dann mache ich ein Video drauf oder antworte dir in den Kommentaren. Gut, ciao!